Die macht mir nachher von wieder her. Lara sieht sehr cool aus. Deine? Ja. Immer. Die sehen so scheiße aus, Leute. Das sieht toll nicht an. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute spielen wir mal FIFA mit einem Gast und es ist... Greybird. Ja. Greybird. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Er wird auch mit YouTube starten und durchstarten, hoffe ich mal. Lasst auf jeden Fall ein Abo bei ihm da, um ihn zu unterstützen beim Anfang. Der Anfang ist immer wirklich schwer und das solltet ihr ihn auf jeden Fall unterstützen. Und ja, wir spielen heute FIFA und er kennt sich so gut wie gar nicht mit FIFA aus. Ja, genau. Und das wird richtig lustig. Das wird sicher lustig. Okay, ja, und wir spielen heute den Anstoß miteinander, denn er will nicht unbedingt gegen mich zocken. Er will keine Klatsche kassieren, weil der kann den Controller gar nicht bedienen. Nein, Spaß. Natürlich kennt er sich mit der PlayStation aus, kann auch gut Call of Duty und so weiter zocken, was ich zum Beispiel nicht kann. Und ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon reinstarten ins Game. So, wir spielen also zusammen. Ich bin der Rote und er ist der Blaue. Und was würdest du sagen, was für eine Mannschaft nehmen wir? Was kennst du so? Keine Ahnung, ich kenne die Nationalmannschaften. Also, was wir spielen, sag einfach. Ich bin Österreich. Sie sind ja jetzt echt weit vorne in der Weltrangliste. Ich als Österreicher bin da natürlich auch sehr, sehr stolz drauf. Und ja, dann nehmen wir hier Österreich und gegen wen? Gegen wen willst du spielen? Kenne ich mich nicht aus. Okay, mach du das. Dann nehmen wir Deutschland. Normalerweise verliert Österreich immer gegen Deutschland. Heute werden wir mal sehen, wie das Ganze läuft. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, auf welcher Schwierigkeitsstufe das eigentlich hier gerade so läuft. Ja, ich habe ja dich. So, welche Trikots entscheidest du? Okay. Und die nehmen das an. Das passt auf jeden Fall gut. Aufstellung lassen wir auch schon so. Ja gut. Marko Arnautović. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist David Alaba. Lightscape. Wer ist das? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wer ist das? Auch ein Österreicher. Dragovic, glaube ich. So weiter. Weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, geht's auch schon los ins Game. Wir ändern kurz hier. Kamera. Ich kann das einfach nicht so. Nee, Kamera. Auf Pro. Tele. Auf Pro. Das ist ja schon So, und jetzt kann es auch schon losgehen gegen Deutschland und ich wette, die machen jetzt gleich mal das 1-0. Ich glaube, das ist jetzt auf Weltklasse oder Profi irgendwie so. Am Anfang haben die das von selbst eingestellt und ja, schön gemacht. Spiel in die Mitte, spiel in die Mitte. Du spielst, du bist den Ball. Nein, du bist das. Achso, das bin ich. Okay, 1-0 für uns. Ich war gerade auf Rille, ja. Okay, so ist das 1-0 in der 7. Minute. Ich glaube, die Halbzeitlänge ist auch richtig lang eingestellt. Ich glaube, hab gerade auf dem Tisch gespielt. Somit steht es dann auch 1-0 für uns. Ich glaube, Florian Klein war es. Ja, genau, der Rechtsverteidiger machte das so wichtige 1-0 gegen Deutschland. Und dann sehen wir mal, wie das Spiel weiter verläuft. So, und Florian Klein auf dem Weg zum 2-0. Der Gegner ist ja richtig kacke, Lupfer. Schade. Geil. War schön. Olet. Und Schusstäuschung. Und Drehung. Okay. Und keine Ahnung. Und jetzt... Fancy Fake Shot Dribbling. Wie geht das alles? Keine Ahnung. Fancy Fake Shot. Fancy Fake Shot sieht am geilsten aus. Dann Roulette hinterher und das Tor. Manuel Neuer ist aber zu Stelle und pariert den Ball. Das hat auf jeden Fall nicht schlecht ausgesehen von David Alaba. Was sagst du? Ja, eindeutig ganz cool gemacht. Ja. Nee. Ich hab's aus. Danke. Ich jetzt später. Dann ist ich nichts. Nicht drin. Oh, ich hab den Ball. Oh. Schön gemacht von Marko Arnautović alias Yannick Arnautović. Oh, ja. Dann schnitz ihn um hier doch besser. Oh, Doppelgrätsche. Ja. Ein Matthews. Schaff ich zu nie. Boah. Oh. Foul. Fuck. Oder auch nicht. Bam. Der Schuss. Aber ich hab urgut ausgedribbelt. Besser ist in echt wahrscheinlich sogar. Ja. Junuzovic mit den Skills. Der hat nur 3 Sterne, ne? Dann eine Roulette, die haben ein paar Skills, dann wieder so einen und dann Finesse ins Eck, aber Manuel Neuer ist wieder zur Stelle. Mark Young. Mit einem Schüsschen. David Alaba liegt verletzt am Boden. Das macht er da. Hat sich hier alle Beine gebrochen. Alle Beine. Oh, Skiller am Start. Ich hab von dir gelernt. Echt? Ja. Cool. Ich habe alles, was ich im FIFA von dir gelernt. Ja, deswegen bist du auch so scheiße. Ja. So, jetzt machst du es zwar. Machst Tor! Schieß!
Und im Abstauber macht Marc Janko das Tor, dürfte aber Abseits sein. Nee. Abseits. Was? Was sagst du dazu? Keine Ahnung. Ich hab das noch nie verstanden. Kann. Nee. Was ist kein, Abseits? Kein Plan. Ich weiß nur, dass das irgendwie. Krass. Das ist eindeutig Abseits. Kennt jeder, das ja. Das ist eindeutig Abseits. Ja. In dem Moment, wo ich es gesehen habe, war mir klar. Wow. Es war Abseits auf den ersten Blick. Was ist jetzt? Alaba ist schwer verletzt, hat sich hier alle Beine gebrochen. Schon wieder, ja. Und da kommt jetzt der Özcan. Ah, kann man gar nicht, schade. Baumgartlinger in der zentraldefensiven Position. Baumgartlinger mit dem Distanzschuss! Unglaublich. Unglaubliche Aktion, was sagst du dazu? Also der hätte reingehen müssen, aber der Tormann hat ihn wiederbekommen. Ja. Verdammt, wieder raufgesprungen ist auf den Gegner. Wir wollen singen. Du bist gerade in der Aufnahme. Hier kommst du auf YouTube. Ach, Ja, 1-0. Nein, 2-0. Ich hab über den Erfolg bekommen. Ja, tschüss. Hallo, Peter. Ich esse dann was. Nein, wir essen nichts. So, 2-0 für uns. Da war gerade sein Papa hier, sein Daddy. Ja, dann ist auch schon Halbzeit, da steht 2-0 für uns. Ja, Yannick bekommt nichts zu essen, weil er jetzt weiter zockt. Und ja, seine Eltern wollen ihm das Essen nicht aufheben. Das wird alles weggeschmaust. Geschmaust. Ja, und jetzt steht es eben 2-0. Und falls ihr mehr solche Videos mit anderen, ja, mit Freunden und so sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit anderen YouTubern. Ja, dann können wir das auf jeden Fall öfters bringen. Ja, dann geht's auch schon los in die zweite Halbzeit. So, Freunde, ab geht's in die zweite Halbzeit und ich würde sagen, jetzt machst du mal ein bisschen mehr Commentary. Ich mach mehr Commentary. Okay, ich versuche jetzt mal meine neue Variante Skills wieder einzusetzen, nämlich mit dem rechten Stick irgendwas zu machen. Der macht mir nichts. Was? Du musst drehen. So. Komm, schau, okay, drehen. Schau mal auf meine Hand. Sieht behindert aus. Okay, weil der kann keine Skills. Ja, toll. Der kann was. Mach mal, dreh mal. Dreh mal den Stick. Auf meinen Platz, okay. Dreh mal. Auf meinen Platz. Dreh mal den Stick. Scheiße. Drück links unten dabei. Links unten? Ja. Und dann drehen jetzt. Oh, oh. Übersteiger! Okay. Oh, mit dem Roulette, Yannick! Zerstört hier eindeutig. Und ich verliere den Ball, ist eh ganz klar. Ja, eh klar. Macht dem auch noch Scheiße. Na, ist so. Fallrückzieher ins Glück. BAM! Oder Seitvollzieher oder Backenvollzieher oder Volley. Durchfalltier. Durchfallzieher, Alter. Boah, den habe ich. Ey. Die kuscheln am Boden. Den Hinterberger. Hinteregger. Der wird sich besuchen. Die haben hier so eine Käsemarke. Ja, stimmt so. Hinterberger. Hinteregger, aber Kopf hoch. Da haben wir richtig rasiert. Oh, Baumgartlinger mit einem Tempo-Dribbling. Tempo-Dribbling hier am Start. Boah, der zieht ja richtig durch. Der Gegner will den Ball gar nicht. Ja, kann man mal machen. Kann man. Ballzieher, BAM oder auch nicht? Ich bin im Tor, ich bin im Tor. Ja, Tor, leider nicht. Ne? Ich spiele mein eigenes Spiel. Manuel Neuer ist vorne dabei, schauen wir mal, ob er sein Tor macht. Das ist wirklich Manuel Neuer. Ja, ne? Ja. Der Schiedsrichter, warum ist der hier? Das ist nicht der Schiedsrichter, Alter. Mach mal. Das ist so einer, was schiebt der da? Und eine Schiebung. Schiebung, ja. Guter Kant. Obwohl wir 2-0 führen. Guter Kant. Kant, Sherlock. So, Freunde, das Spiel ist vorbei. Yannick hat richtig kacke gespielt. Ich habe richtig gut gespielt. Nein, Spaß. Wir haben beide gut gespielt und haben 2-0 gegen Deutschland gewonnen. Es soll jetzt nichts gegen Deutschland sein, weil er ist auch, glaube ich, halb Deutscher oder irgendwie so, ne? Ja, so irgendwas halt. Ja, Mutter kommt aus Deutschland. Und Mix. Sein Mixmarsch, ein Smoothie aus allem und Smoothie. Ein Smoothie aus allem Möglichen. Und ja, Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Es war mal eine nette Abwechslung zum normalen FIFA, mal mit einem YouTuber zu spielen, der sonst eigentlich kein FIFA zockt. Und ich denke, das war ganz cool für ihn, oder? Wie hast du es gefunden? Unglaublich. Mega krass, das war sein Mac-Moment. Ja, das war mein Mac-Moment.
Das war sein McMoment. Da verabschiede ich mich auch schon, überlasse ihm dann aber das letzte Wort sozusagen, verabschiede mich aber schon und sage wie immer, ciao Leute, FIFA Stars. Jo, das letzte Wort geht an mich. Ich hoffe, wir sehen uns auf meinem Kanal mal wieder. Ja, genau. Also wenn ihr interessiert seid, ein bisschen Call of Duty und auch alle anderen Spiele, schaut bei mir mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung und dann sagst du mit mir gleichzeitig, ciao Leute, FIFA Stars. Was geht? Warte. Winke, winke. Dann genau so in die Kamera, ja. Ciao. Ach so, das ist okay. Ciao Leute! Ja, ciao. FIFA Stars! Das war so richtig behindert. So richtig kacke, Mann.